Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Evoland 2. Wir probieren es nochmal, das mit den Mammuts. Ich habe mir jetzt hier eine Lösung gesucht. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Also, hier steht, man soll erstmal diesen Mammut nach links bewegen. Dann, wo geht's hier weiter? Also, dann den hier nach unten. Das ist richtig, ja. So, diesen nach unten. So, dann soll der ganz nach hier rüber. Zack. Okay, jetzt sind wir da. Moment, ich muss gerade mal ein bisschen weiter scrollen. Jetzt sind wir da. Dann. Ja. Den hier unten nach oben. So, okay, jetzt den hier drüben nach rechts. Also ich folge gerade den Bildern, ich hoffe, dass das alles so richtig ist. So, der geht nach rechts. So, und jetzt folgende Reihenfolge, der nach unten, der nach links. Dann dieser hier nach links. Moment, da muss ich da am besten hin. Ah ja, so einfach ist es. Und dann noch den da oben wieder nach rechts und dann haben wir es schon. So einfach ist es, Leute, ja. Aber muss man halt erstmal drauf kommen, dass man ja den, der von oben kommt, eigentlich erstmal ganz in die Ecke pushen muss hier, ne? Ich bin da einfach nicht drauf gekommen, Leute. Es tut mir super, super leid, dass ich da letzte Folge eigentlich die ganze Zeit damit verbracht habe, diese Mammuts hier zu schubsen. Aber ich habe es einfach nicht anders hinbekommen. Und ich will es doch auch erstmal alleine probieren. Naja, egal. Jetzt haben wir das auf jeden Fall geschafft. Hier ist ein Speicherpunkt. Wunderbar, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann kommen wir hier auch endlich weiter. So. Nochmal ein paar Beeren und Spinnen. Aua, aua. Oh, da. Du gemeines Viech, du. Dass man die manchmal nicht trifft. Okay. So. Da ist ein Wasserfall. Sonst gibt es hier aber nichts mehr. Nee, sieht nicht so aus. So. Da drüben sehe ich noch eine Truhe. Ach, diese blöden Spinnen. Manchmal treffe ich die, obwohl ich sie... Also treffe ich sie nicht, obwohl ich sie eigentlich getroffen habe. Ich hoffe, man sieht das dann im Video auch. Schnapp sie dir! Was? Oh nein! Oh. Rückzug! Lass sie nicht entwischen! Was ist da denn los? Das arme Mädel scheint einen Pechtag zu haben. Meint ihr, wir sollten ihr helfen, Kuro? Ja, na sicher. Na gut, packen wir es an. Okay. Oh, kommt hier gar keine Musik mehr? Oh, wer seid ihr? Kenne ich euch? Hat Professor Giro euch geschickt? Nein. Ich komme niemals in sein Labor zurück. Wir kennen keinen Professor Giro. Wir möchten helfen. Lass mich gehen. Ja. Danke. Schnappt sie euch. Aber seid vorsichtig, der Oberst will sie lebend. Hier kommt hier niemand durch. So. Autsch. Kommen jetzt hier unendlich Feinde. Könnte sein, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Autschen. Warte mal. Müssen wir uns hier nach oben durcharbeiten? Ich weiß es nicht so richtig.
Hört auf. Ah, nee, da kommt der Oberst. Was geht hier vor? Wo ist das Mädchen? Ah! Ein Schlag und er hat uns... Gemein. Wer sind diese Leute? Sie haben uns angegriffen, als sie das Ziel festnehmen wollten, Oberst. Ich habe euch doch davor gewarnt, ihr Angst einzujagen. Wo ist sie? Ich... Sie ist entwischt, Oberst. Sucht weiter und nehmt die beiden anderen im Palast auch fest. Ich werde sie später verhören. Ja, Sir. Nein, sie haben uns eingekerkert. Dreckschweine. Okay. Kuro. Kuro. Steht auf! Oh. Ach, endlich aufgewacht, ja? Ja. Ich habe noch immer keine Ahnung, wo wir sind, aber ich mache mir langsam Sorgen. Ich fürchte, es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder bei meinem Vater bin. Ich meine, schließlich hat man uns ins Gefängnis geworfen. Was für ein Dreckloch. Man sollte meinen, man hätte uns um 50 Jahre in die Blütezeit des Kaiserreichs zurückversetzt. Jedenfalls wird es zunehmend schwieriger, all das mit Logik zu erklären. Hey, schaut mal. Der Soldat, der uns Wasser gebracht hat, hat mal wieder vergessen, die Tür zu schließen. Schön, toller Soldat. Toller Soldat, der hier aufpassen soll, dass keiner wegläuft. Wenn das kein Glück ist? Denkt ihr, was ich auch denke? Nein? Ja? Super, also gehen wir. Ich bin sicher, ihr schafft das schon. Sie haben euch das Schwert abgenommen, also solltet ihr die Soldaten vermeiden. Nicht jedes Problem kann man mit Gewalt lösen, wisst ihr? Redselig wie eh und je. Ich zähle darauf, dass ihr uns aus diesem Loch rausholt. Okay, jetzt müssen wir uns also hier befreien. Ich guck mal, was es hier so gibt. Irgendwas Interessantes? Nein, okay, wir müssen hier an dem Soldaten vorbei. Okay, was haben wir hier noch? Ein paar andere Gefangene. Hallo? So, da unten ist einer. Bewegt er sich? Ja, der bewegt sich. Okay, kurz mal warten. Bis der wieder zurückgegangen ist. Ist ein bisschen Zelda-like hier. Ah, oh. Vorsicht. Ah, im Schatten kann man uns wohl schlechter sehen, wie es aussieht. Ich gehe trotzdem mal hier hinter die Kiste. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Okay. Gut. Dann speichern wir hier erstmal. So, da oben ist... Oh Gott. Also da komme ich definitiv nicht entlang. Ich muss dem da hinterher. Schnell. Hier hin. So. Mit dem kann ich nicht reden. Da ist wieder ein Soldat. Oh Gott. Den habe ich gar nicht gesehen da unten. Ob ich da nochmal rein soll in den Raum? Gibt es da irgendwas Gutes? Wie läuft der denn? Läuft der gleich wieder hoch? Ja. Was? Okay. Hat der mich denn jetzt gesehen? Ich stand doch hinter dem Fass. Okay, das Fass scheint kein Schutz zu sein.
Schnell hier rein. Oh. Okay. Ich würde gerne da unten rein. In den Raum und mal gucken, was da ist. Eine Truhe. Mit einem Stern. Gut, dass ich hier mal reingelaufen bin. Okay, da ist der Soldat wieder. Den müssen wir jetzt ganz fix hinterher, wenn der hier nach oben geht. Schnell. So, ich denke mal, hier hinter der Säule wird er mich da nicht sehen, oder? Okay, jetzt schnell hier nach oben. Abspeichern. Kann ich hier rein? Ja. Wirklich, Kuro? Was macht ihr denn da? Sagt bloß nicht, ihr glaubt tatsächlich, dass ihr an den Wachen vorbeikommt, indem ihr euch unter dieser Kiste versteckt. Manchmal frage ich mich, wie er auf solche Schnapsideen kommt. Also gut, wenn ihr darauf besteht, versucht es nur. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Kann ich hier nochmal gucken, ob irgendwo was versteckt ist? Warte mal, kam da nicht eben noch einer von oben? Ja. Ich will nur mal probieren. Nee. Okay, es hat nicht funktioniert. Nee, hä? Wie soll das denn gehen? Das funktioniert doch nicht. Kuro. Wie komme ich jetzt an dem vorbei? Hä? Wie soll ich? An dem da oben komme ich doch im Leben nicht vorbei. Wartet mal. Okay. Ah! Okay, alles klar. Ich muss nach da unten. Ich hab's verstanden. Alles klar. Ist das bescheuert? Kurz noch mal warten. So. Ach ja, sonst so. Okay. Jetzt müssen wir hier nach oben. Erstmal kurz gucken. Da kommen Wachen vorbei. Ja. Wie viele patrouillieren denn hier? Immer die 4. Hinter denen kann ich ja hinterher, ne? Mhm. Oh Gott, hier hin? So, kurz warten, bis die von oben wieder kommen. Von unten meine ich. Genau. So. Oh. Super. Wird euch die Umgebung langsam vertraut?
Manchmal werden die Türen offen gelassen, aber das hat nichts zu bedeuten. Ohne die Parole gibt es kein Entkommen. Ich hatte den perfekten Plan. Ich habe mir den Grundriss des Gefängnisses auf den Rücken tätowieren lassen. Wie dumm. Aber weil ich keinen Spiegel hatte, konnte ich ihn nicht sehen. Ja, nun, was soll ich dazu sagen? Wir brauchen die Parole. Okay. So, wartet mal, jetzt muss ich an dem da irgendwie noch vorbei. Ja, so. Jetzt bin ich hier. Ah, jetzt bin ich hier, okay. Na gut, ich gebe es zu. Ihr hattet recht, was die Kisten angeht. Kiste angeht. Am Ende war die Idee doch gut. Aber wie konnte ich wissen, dass diese Soldaten dermaßen fiktiv? Nein, das ist nicht das Wort, nach dem ich suche. Dermaßen außerstande wären, eine Kiste zu bemerken, die sich direkt vor ihrer Nase bewegt? Wie auch immer. Gute Arbeit. Hoffen wir, dass das nächste Stockwerk auch so einfach wird. Okay, jetzt brauchen wir... Was? Die Earpull? Aha. Jetzt brauchen wir halt das Passwort, ne? Wartet mal, was haben wir hier? Oh, einen schlafenden Soldaten, hallo. Wie ging dieses Lied doch gleich? Ach ja. Ritter Robert bricht auf gen Westen. Ritter Robert gehört zu den Besten. Das Ende weiß ich nicht mehr. Okay. Da läuft einer. Kurz mal gucken. Der kommt aber lange nicht wieder. Der kommt aber lange nicht wieder, okay. Der läuft auch bis da hoch nur. Gehen wir mal hier hin. Mit dem können wir nicht reden. Jetzt hat sie mir meinen Ton leise gestellt. Hoppala. Ein bisschen was möchte ich ja dann doch hören. So, geh mal hier runter. Da ist noch ein Gefangener. Die Magi verwenden ein uraltes Zahlensystem, bei dem der Buchstabe C für 100 steht. Okay. Puh, noch eine Meile. Wenn ich nur die ganze Parole wüsste, müsste ich hier nicht graben. Ich weiß nur, dass das Wort Brokkoli darin vorkommt. Okay, Brokkoli, irgendwas mit C und Ritter Robert. Brokkoli, irgendwas mit C und Ritter Robert. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen da lang. Brokkoli. Hey Kuro, hier riecht es viel besser. Und etwas sauberer ist es auch hier. Ich bin sicher, dass wir uns dem Ausgang nähern. Übrigens, was ist mit der Parole? Vielleicht wissen die anderen Gefangenen mehr. Ja, also Brokkoli, irgendwas mit 100 und C und irgendwas mit Ritter Robert, gen Westen. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Ja. Und wie ist der letzte Teil der Parole? Dann sag ihn mir doch. Okay, warte mal. Wer durch diese Tür will, muss die Parole kennen. Ja. Welches Gemüse lieben meine Kinder besonders? Brokkoli. Ritter Robert in dem Lied. Gehört zu den Besten, ist ein barmherziger Mann, tötet die Bösen, ruft Ifrit herbei, gehört zu den Besten. Wenn ich bis was CV zähle, erhalte ich 104... Welches Schicksal wählt ihr? Liebe, Hunger, siebter Sinn, Tod. Liebe? Die Parole stimmt nicht. Einer der Gefangenen versucht auszubrechen. Ach nein. Müssen wir jetzt wieder von vorne? Nee.
Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Ja. Also Liebe war es nicht. Dann können wir doch einfach probieren, oder? Also, welches Gemüse? Brokkoli, Ritter Robert, gehört zu den Besten, 104 und Tod. Die Parole stimmt, ihr dürft passieren. Sehr gut. Okay, ich weiß nicht warum, ich habe es einfach geraten. Es geht nach links, aber da kommen wir eigentlich nicht vorbei. Wir müssten, glaube ich, nach rechts gehen, ja. Oh, wow. Okay. So. Mein Gott, sind hier viele Soldaten unterwegs. Okay. Ich denke, ich muss da nach unten, weil ich glaube, rechts rüber, das schaffen wir doch nicht, oder? Oh ja. Mist. Verdammt! Also nochmal. Oh, zu schnell gelaufen. Doof. Kann auch ein bisschen dauern, bis wir hier vorbei sind, Freunde. So, jetzt lassen wir erstmal die da oben vorbei. Und den da. Okay, jetzt hier rüber. Schnell in die Schatten und dann warte ich erstmal kurz einen Moment. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, was da von unten andauernd kommt, ne? Ich warte jetzt nochmal kurz, bevor ich dem hinterherlaufe. Genau. Vielleicht jetzt? Das sieht gut aus. Ich warte mal kurz hier, jetzt bis die Nächsten kommen. Oder der Nächste. Ah doch, von oben kommen auch welche. Die nämlich. So. Dann die. Und die. Jetzt kann ich doch mal schnell vorbeigehen. So. Erstmal abspeichern. Jetzt müssen wir... Puh, müssen wir hier rein oder müssen wir da runter? Ich glaube, wir müssen... Bestimmt hier rein, ne? Ich guck trotzdem mal ganz kurz nach da. Oh, wir müssen hier rein. So, ist nur die Frage, wo lang? Hier runter? Nee. Ganz offensichtlich nicht. Hä? BTF. Alles klar. Ich glaube, ich muss da nach oben. Ah, der geht aber nicht weit genug weg. Hm. Puh, bei dem wird es schwierig, vorbeizukommen. Ich glaube nicht, dass ich an dem vorbeikomme, oder? Oh, das muss aber schnell gehen. Alles klar. Jetzt warte ich kurz, bis die da oben vorbeigelaufen sind, dann gehe ich zum Speicherpunkt. So, noch einmal abwarten, bis der sich wieder umgedreht hat. Und jetzt. Okay. Und jetzt wahrscheinlich ganz nach oben, ne? Denke ich mal. Das Problem sind die Soldaten, die hier dauernd vorbeikommen. Nach denen kann ich, glaube ich, gehen. Jetzt. Ich glaube, wir haben es. Oh, oh. Vorsicht. Gleich. Nein! Oh, wie dumm. Shit. Wo muss ich denn da hin? In den Raum da rein?
Ich könnte mal versuchen, ob ich die Tür da unten aufbekomme, aber ich glaube... Ah, wie soll ich das denn machen? Der sieht mich doch sofort. Oh ja! Du Pisser. Eben hast du mich doch auch die ganze Zeit nicht gesehen, wenn ich da war. Ich glaube, ich muss mich vorbeischleichen, wenn der hier ganz rechts ist. Okay, jetzt schnell. Gut. So, kurz noch mal gucken. Ist hier noch irgendwas? Da ist noch eine Truhe. Oh, das war jetzt aber knapp, Mensch. So. Komme ich da rein? Nein. Bräuchte ich einen Schlüssel? Ich glaube, ich muss aber eh hier lang. Warte mal. Muss ich hier lang? Oder die große Tür? Moment, das sieht mir nach dem richtigen Weg aus. Ich würde gern erst noch mal wissen, was da bei der großen Tür war. Komme ich denn da überhaupt vorbei? Da nach oben. Hier, was ist denn hier? Gute Frage, ich glaube, wir sind... Ah, ein altes Schwert. Hoffen wir, dass es nicht gleich beim ersten Schlag Kann ich den jetzt besiegen oder wie? Ich kann jetzt hier entlang, aber ich will trotzdem noch wissen, was da bei der anderen Tür war. Dann muss ich doch nochmal zurücklaufen. Dann scheint das ja jedoch der richtige Weg zu sein. Aber wir haben jetzt zumindest mal... Nein, ich kann nicht zurück. Oh, ich habe jetzt bestimmt was verpasst. Scheiße. Nee, wartet mal. Ich will noch mal zum letzten Speicherpunkt. Tut mir leid, aber ich möchte gern wissen, was da war. Wenn wir den anderen Weg entlang gehen. Oh nein, es hat hier gespeichert. Wie doof. Habe ich jetzt mein Schwert schon? Ja. Ach, es ist ärgerlich. Schade. Na gut. Dann werden wir es wohl nie erfahren, ob wir was verpasst haben. Wahrscheinlich schon. Puh. Wir sind ausgebrochen. Naja, so richtig sieht das jetzt nicht nach Ausbruch aus, Fina. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Und hier wären unsere ersten Herausforderer. Na los, nur keine falsche Bescheidenheit. Vortreten bitte. Willkommen im großen Kolosseum. Tag für Tag treten hier die mächtigsten Gladiatoren gegen wilde Bestien an. Bitte lasst euch nieder, während ich die Kontrahenten vorstelle. Wie gesagt, zu meiner Linken präsentiere ich heute ein paar sehr junge, doch nicht minder starke Gladiatoren voller jugendlichem Elan und unglaublichem Potenzial. Begrüßt mit mir! Wie heißt ihr doch gleich? Verratet ihm nicht euren wirklichen Namen, das könnte Ärger geben. Euren Namen bitte!
Super Mario, Mega Klink, Solid Snail, Wonder Man oder Dex Terminator? Ich nehme Super Mario. Wirklich? Wirklich? Begrüßt mit mir den unglaublichen, wunderbaren, extraordinären Super Mario. Sagt Super Mario, seid ihr heute auch in Bestform? Ja. Wunderbar! Super Mario erwartet also einen spektakulären Sieg. Er wird seinen Gegner zu Wolverine-Fraß zermalmen. Ja, das wird er aber beim nächsten Mal machen, liebe Freunde, denn die Zeit ist leider schon wieder um. Wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, gerne auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir unseren Gegner zu Wolverine-Fraß zermalmen, hier bei Evoland 2. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!